dann fast alle eigentlich, das ist unser Ziel, dass es eben kein Museumshafen ist, wo die Schiffe einfach nur rumliegen, sondern das Ziel ist tatsächlich, sie bleiben in Bewegung, machen auch Gästefahrten, also man kann sich das Ganze eben auch in live 2000 PS raus, die auf die Welle gehen mit der Dreizylinder Expansionsdampfmaschine. Es lohnt sich da auch mal, wenn sie festmacht, die machen Open Ship auch, da reinzuschauen. Das ist schon gigantisch, die Dampfmaschine. Hat drei Zylinder und schluckt so pro Stunde eine Tonne Steinkohle. Sind da heute Gäste an Bord? Das hoffen wir, ja. Die Gästefahrten sind schon ganz wichtig, um eben auch letztendlich Kohle für die Kohle zu kriegen. Da sind immer auch jede Menge Gäste mit an Bord, genau. Ja, 1933 gebaut, das Schiff, ein Eisbrecher, wie gesagt. Was braucht man zum Schiff, um Eis zu brechen? Was Thank you.